Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien werden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihre Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Eleazar Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. So, wir haben unseren Brief bekommen und herzlich willkommen zum Hogwarts Let's Play von mir, eurem Kennen. Und ich freue mich einfach, endlich loszugehen. Der Kanal heißt noch Kennen, irgendwann werde ich ihn noch umbenennen in Alistair, aber naja. Ist ja jetzt erstmal alles nicht so wild. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir dieses Spiel spielen können. Zur Warnung, ich kann es leider nur auf der niedrigen Einstellung spielen, da mein Rechner zu alt ist. Deswegen guckt es euch an. Ich werde auch nicht so viel labern, wie ich es gern würde, weil ich bin absoluter Riesen-Potter-Fan. Und mir sind die Kontroversen nicht egal, aber es hat hier nichts zu suchen. Es ist ein tolles Spiel, ein tolles Universum und darauf liegt der Fokus. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bitte abonnieren, liken, kommentieren. Und wenn ihr richtig was spendieren lassen wollt, auf dem Kanal in der Infobox ist meine GoFundMe-Kampagne, wo ihr was spenden könnt, damit ich meine Technik endlich mal verbessern kann. Gut, aber jetzt weiter im Text und wir fangen an. Wir wählen erst unseren Charakter. Wir könnten jetzt natürlich hier irgendeinen vorgefertigt nehmen, wie es ausschaut. Ach, nehmen wir jetzt mal so. Ja. Wir werden sowieso jetzt mal rumdoktoren. So. Na, wir wollen. Ah, ich habe ein bisschen abgenommen. Nee. Irgendwie. Ja, das passt. Hautfarbe. Ich bin käseweiß. Brille tragen wir tatsächlich. Also ich trage eine Brille. Deswegen wollen wir das auch mal so nehmen. Haare. Was für eine Frise nehme ich denn? Ach, so eine Potter-Frise vielleicht. Oder nehmen wir die Frise von Newt Scamander? Warum nicht? Aber nee, etwas, was eher zu mir passt. Hm, einer meiner besten Freunde. Oder auch zumindest ältesten Freunde, hat genau so eine Frisur immer. Falls du es sehen sollte, schöne Grüße. Was passt denn eher zu mir? Hm. Ich kann mich nicht entscheiden. Oder machen wir es ganz anders? Oder soll ich einen Afro tragen? Hm. Ich glaube, das trifft schon ganz gut. Haarfarbe. Haarfarbe. Weiß. Auf jeden Fall weiß. Sommersprossen und Muttermale. Mhm. Haben wir etwas mit gar keine bitte?
Außer wir haben direkt das, was ich habe. Nee. Oh! Oh, das ist ja perfekt! Also, warte mal, haben wir noch was anderes, was noch perfekter ist? Nee. Ah, wo waren die jetzt? Game. Da. Das passt doch. Namentechnisch können wir uns ja noch eine geben. Ja. Gesichtsfarbe. Mhm. Ah, schön blass. Nee. Ich versuche halt tatsächlich mich hier ein bisschen reinzubasteln. Wie viele von uns wahrscheinlich. Ja, war schon so. Sommersprossmuttermaler Hammer. Augenfarbe. Oh, Augenfarbe will ich jetzt meine eigene nicht machen. Haben wir hier was Cooleres? Ja, finde ich eigentlich schlecht. Bei Augenfarbe werde ich das nicht nehmen. Das sieht komisch aus irgendwie. Da werde ich etwas Dunkleres nehmen. Ja, so. Ja, so kann man es lassen. Die Augenbrauen. Nee, meine Augenbrauen sind ein bisschen... So sind sie auch oder nicht? Hm. Wäre praktisch, wenn meine Frau gerade hier wäre. Ich könnte sagen, ob es stimmt. Ach, Gottchen. Schmale. Nee, ich glaube, wir bleiben bei denen hier. Ja, das ist okay. Und die Stimme. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Nein. Also, ob ich so klinge? Hm. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Von mir aus kann's losgehen. Oh, klingt das blechern. Das war gar nicht schlecht. Wunderbar. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Hm. Schwierigkeit machen wir, sagen wir mal, normal. Wir wollen die Story erleben und alles passt schon. Aber den Namen, den habe ich auf jeden Fall. Alistair Crowley. Also Namen haben wir. Sind wir eine Hexe oder sind wir ein Zauberer? Wir sind ein Zauberer. Weil. Jo. Dann beginnen wir mal. Beginne deine Reise. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Hm? Natürlich.
sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht, was. In Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen.
Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? So, jetzt geht's doch schon mal langsam los und... Holy, das war nochmal ein Auftakt. Und ganz ehrlich, man sieht zwar ein bisschen, dass es auf niedrige Einstellung alles ist, aber... Scheiße, sieht das geil aus. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie... Und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, starben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Aber ganz ehrlich, mega Powertank? Also schon sehr... Schön aufpassen. Kreativlos irgendwie. Aber ist okay. Warum nicht? Ganz schön hoch hier. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Weiter? Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Na, aber hallo, neun Zauber freigeschaltet. Ausgezeichnet! Nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Einige Spieler bevorzugen es, Ziele auszuwählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie die kamerabezogene Zielerfassung in den Einstellungen deaktivieren. Whee! Eine Rutschparty ist das lustig. Das war etwas holpriger als erwartet. Wir können immer weiter. Danke, Sir. Das sieht einfach nur geil aus. Also ganz ehrlich,
Man kann kaum glauben, dass das niedrige Einstellung ist. Genial. Oh, wie geil muss das Erz mit voller Leistung sein. Ich hoffe, euch nervt das nicht. Ich mache ja alles kaputt. Ich finde das einfach zu genial. Ah, da oben. Wow. Das hier ist erst der Anfang und ich komme aus dem Staunen schon nicht mehr raus. Ich bin echt gespannt, was das Spiel alles noch für uns bereithält. Bleiben Sie ruhig! Reparo! Okay, das war praktisch. Fast geschafft! Aber die ganze Detailverliebtheit, es sieht einfach zu geil aus. Wow. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Ah, die Minikarte zeigt deine Umgebung an. Mit dir violetter Pfeil nach oben in der Mitte. Dies gelbe Ding ist dein aktuelles Ziel. Halte Steuerkreuz nach oben gedrückt, um die Einzelheiten des Auftrags an- und abzuschalten. Danke für die Info und untersuchen. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Meinst du? Professor, es ist eine Art Wandbild. Hm, vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Ich hoffe, er meint die Wand und nicht uns, weil das ist eher wirklich nach der Devise No Shit, Sherlock. Aber okay. Oh, es macht einfach Spaß. Aber ich glaube, im Laufe des Spiels irgendwann werden wir das nicht mehr so oft machen. Das ist jetzt eher am Anfang. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fig? Na, Professor, wo bleibst du? Da kommt er angerannt. Das sieht aber einfach nur... Wow. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was in Merlins Namen? Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Ha. Eine schöne kleine Empfangshalle. Mit einem ziemlich fetten Kronleuchter. Also schön sieht's aus. Das muss man schon sagen. Und da pennt jemand. Da brennt pennt ein Kobold. Hallo? Hm.
Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Ich hoffe, auf dem Teil sind Worte. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wow. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Und die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Wow. Halbwohl krass. Verliesnummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Hier gibt es Besucher? Bisschen komisch. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Hilfe. Wow. Naja. Das war's dann erstmal für die erste Folge. Bei der nächsten sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin, euer Luster.